Hallöchen, da bin ich wieder. Ich bin wieder hier. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid alle gesund und munter. Sonst passt auch alles. Schreibt mir gerne mal rein, wie es euch so geht, wie die Laune so ist. Ihr habt wunderschönes Wetter gehabt, richtig schön. Sonne, 2 Wochen Erholung, richtig, richtig toll. Und es war so schön, endlich heimkommen, alle Lampen mal wieder anzumachen. Den Duft, ich habe so vermisst. Ich habe nur Duftventilatoren dabei gehabt und keine Lampe. Und ich freue mich so, wenn es wieder so schön leuchtet, alles so schön duftet und nach zu Hause. Und ich liebe es einfach so. Hallöchen, hi Petra, hi Sarah, hi Kathleen. Hallöchen, ihr Süßen, ich hoffe, euch geht's gut. Ich freue mich jetzt riesig, endlich wieder Pakete auszupacken mit euch. Bin richtig schön braun geworden, falls man sieht. Schau, schöne Farbe sogar am Bauch. Richtig schönes Wetter gehabt. Und voll schön, jetzt geht's dann wieder los. Hi, Josephine oder Josephine. Josi, wie sagt man? Hallöchen, auch voll schön. Ich weiß gar nicht, mit welchem Paket ich anfangen soll. Ich habe überhaupt gar keinen Überblick mehr, was wo drinnen ist. Ich werde vielleicht ein paar aufmachen oder mal gucken und lesen und dann entscheiden, ob ich das weiter auspacke oder ein extra Video mache, weil ich will ja immer Mittwoch und Samstag noch Videos hochladen. Und wenn ich ja jetzt am Samstag nichts gehabt habe, wird eben heute noch ein Video und ihr seid live dabei. Ich habe hier 3 so kleinere Pakete. Hier ein mittelgroßes und da habe ich nochmal ein mittelgroßes und ein ganz großes. Wie viele Pakete sind es denn? 5 Kilo? Ihr könnt es ja mal sagen, wie viele Kilo Pakete wir haben. 5 und 4, 9 Kilo. Wo steht es denn da dran? Ich muss umdrehen. Jetzt bin ich weg von euch. Wo steht denn da die Kilozahl dran? Das ist, glaube ich, oben ab. Zeigt es gar nicht an. Naja, dann machen wir hier mal weiter. Da haben wir 2 Kilo. 2 Kilo. 2 Kilo. 2, 4, 6 und 9. 15 Kilo. Und plus dem anderen großen Karton, da steht das oben nicht mehr dran. Okay, das ist abgeschnitten. Aber das ist auch nochmal schwer, das ist bestimmt auch nochmal 4 Kilo oder so. Ja, fast 20 Kilo, 18, 20. Ah, das sehe ich schon. Da ist einmal das Kit für Oktober, wo die neuen Düfte drinnen sind. Könnt ihr mit sowas anfangen, mit sowas leichten. Dann können wir mal an den neuen Düften schnuppern. Beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, wie toll der Duft ist. Hallo, hallo, hallo. Kommen so viele rein. Und dann schauen wir mal, da sind dann nämlich immer Duftsticker und Düfte drinnen. Und das ist dann schon der neue Duft des Monats für Oktober. Ich habe gar keinen Laptop da, gell, dass ich die Duftbeschreibung vorlesen kann. Wieder mal total unvorbereitet, so wie immer. wieder Karton. Wo kriege ich die ganzen Karton-Dinger hin? Vielleicht hier an der Seite. Das heißt, es spielt wieder ein. So. Soll ich noch den Laptop schnell holen? Dann könnte man die Duftbeschreibung, kann man da das lesen in der Workstation? Am Handy, wenn ich jetzt rausgehe, das ist dann blöd. genau. Ach, wir riechen einfach so. Also der Duft ist ein warm Pumpkin Drizzle. Das ist bestimmt wieder so was herbwürziges, herbstliches. Ich bin gespannt. Und hier sind dann immer so diese Duftsticker, wo mit dabei sind. Das sind dann immer mehrere Duftsticker dabei. Ist für uns Berater. Wir können die dann schon vorbestellen. Und dann kommen die schon eben 1-2 Wochen ein bisschen vorher, bevor der Monat rum ist. Ja, also der ist sehr würzig. Kürbis, das ist so ein Kürbisduft wieder. Würziger Kürbisduft. Riecht es hier schon mal. Also wie gesagt, das ist so ein würziger Herbstduft. Genau meins, hoffe ich. Hi Peter. Ja, das könnte vielleicht was für dich sein. Also du weißt ja, also für mich ist das dann wieder eher nicht so was. Aber dann vielleicht für dich. Da werde ich auf alle Fälle Proben machen. Wer da gern Probe haben will, schreibt mir bitte privat. Aber es dauert natürlich. Ich muss jetzt die ganzen Kartons, muss alles erst auf Vordermann bringen. Die ganze Woche arbeiten muss ich ja beim Lidl dann auch wieder. Und muss hier erstmal alles klar Schiff machen, alle Neuigkeiten und alles mal wieder gucken.
Ja, also das ist ein sehr würziger, sehr intensiver Duft, der hält wahrscheinlich wieder ewig. Das ist wieder wahrscheinlich so ein Duft, der wo bei mir überall riecht und gerade mal weggeht. Oh, wir kriegen da nicht raus. So, fest dran. Jetzt schmilzt wenigstens nichts mehr, gell? Jetzt sind sie nicht mehr so schwitzig. Oft hat man ja dann das immer so schwitzig gehabt und jetzt sind sie wieder richtig fest. Ja, also der riecht so, also sehr so kürbismäßig, der hat aber auch so ein bisschen was so Bäckereimäßiges. So leicht herb, Bäckerei, würzig, Kürbis. Ich würde so ein, ja, kann man sagen, warmer Herbstduft. Der Duft ist mega. Der war als Duftprobe in der Whiffbox. Ah, Mareike, hi. Also meins ist jetzt nicht, aber jeder, der wo so richtig so würzig, herbstlich, leicht herb, ja, so, also würzig, bäckereimäßig, kürbismäßig trifft es ganz gut. Wer die Richtung sehr gerne mag, das wird euer Duft sein. Auf alle Fälle. Ja, also so würzig, bäckereimäßiger Duft. Der heißt Warm Pumpkin Drizzle. Drizzle. Genau, werde ich auf alle Fälle euch Duftproben machen. Und dann schreibt sie mir einfach eine Nachricht. Dann sehe ich das nämlich auch. Und dann kann ich mir eine Liste machen und schreibe das raus, wer gerne alles Duftproben von dem haben will. Ihr wollt eigentlich gerne noch mehr. Ihr wollt nur den tollen Harry Potter Duft bestellen. Ich habe natürlich noch gar nichts gemacht jetzt im Urlaub. Ich wollte nur gucken, was sonst noch alles für Düfte gerade aktuell gibt von der Herbstkollektion. Ich habe da, glaube ich, noch gar nichts bestellt. Und ihr wollt da gerne alles zusammen einfach mehrere neue Düfte haben und vielleicht komplett dann euch da was zusammen zuschicken. Aber bis ihr dann das kriegt, dauert wahrscheinlich oft immer 1, 2 Wochen. Werde nämlich heute auf alle Fälle bestellen. Heute noch Sammelbestellung, falls jemand zufällig was mitbestellen will. Ich werde heute auf alle Fälle noch bestellen. Und genau, und dann gucke ich mal, welche Düfte, was ich da, was es gerade alles ganz genau Neues gibt, was ich gern haben will, wo ich noch Proben mache. Wollte noch Flyer bestellen für die neue Winterkollektion. Kommt ja die Weihnachtskollektion dann auch. Wann kommt die denn raus? Ich weiß noch gar nicht, aber man kann das ganz unvorbereitet. Aber da gibt es so eben schöne Flyer und da habe ich gedacht, dann tue ich, wenn ihr neue Düfte bestellt mit dem Flyer, mit dazu mache ich euch eine schöne Happy Mail, wer da gern so ein kleines Päckchen haben will, mit ein paar neuen aktuellen Düften, was es so gibt, wer gern Herbst, Winter Sachen mag, werde ich dann da nochmal Duftproben machen. Und dann gucke ich mal. Und ich habe mir im Urlaub auch nur überlegt, nochmal ein Hol dir den Sommer zurück Special zu machen. Also nochmal tolle Sommerdüfte. Wer noch ein bisschen was Sommerliches, Frisches gern haben will, nicht nur die Herbstsachen, der kann sich auf alle Fälle bei mir melden. Ich werde verschiedene Preiskategorien machen: klein, mittel, groß. Hol dir den Sommer zurück Boxen. Sommerfeeling Box, hol dir den Sommer zurück Boxen. Irgendwie sowas. Dann noch Neukunden Boxen, wo ich mir überlegt habe, oh, ich habe so viele Ideen und oh, so sage ich, ich muss erst mal gucken, was alles kommt. Da alles gucken, schauen, was los, weiter verschickt wird. Ich freue mich schon riesig, endlich wieder am Sensi-Fieber. Und ja, muss nur gucken, wie ich das alles unter den Hut kriege, wann ich was mache. Also es kann alles noch ein bisschen dauern, hängen noch ein bisschen hinterher, nur lauter Teamtrainings, wo ich nur nachschauen muss. Morgen muss ich selber noch eins machen für mein Team. Nur am Montag, da bin ich wieder dran. Und ja, wir machen einfach weiter. Das war mal eben der Duft des Monats für Oktober jetzt dann, wo kommt. Dauert ja nochmal so lange, nächste Woche. Könnt ihr den bestellen, gibt die 10% Rabatt wieder und auch eine neue Duftlampe des Monats für Oktober, wo ihr auch 10% Rabatt im Oktober kriegt. Also da könnt ihr euch immer sparen. Es gibt nur ganz viele tolle neue Angebote, aber da werde ich euch ein extra Video machen und dann euch nochmal zusammenfassen, was ab Oktober wieder Neues gibt. Jetzt seit diesem Monat gibt es ja nochmal was Neues, wo noch rauskommt. Also da werde ich auf alle Fälle nochmal extra Videos machen für euch. Dann machen wir hier einfach mal nochmal auf. Dann sehen wir mal, da habe ich zwei große. Sagen wir mal, ich mache jetzt ein Video mit diesen drei kleineren und die anderen drei großen, dann mache ich dann extra Videos, dann habe ich drei Videos schon mal vorgeplant und habe drei neue Videos für euch dann zum Nach und Nach hochladen. Dann schafft mir das ein bisschen Luft, kann die anderen Sachen alles erledigen, kann dann schon alles losschicken, was losgeschickt wird. Ich habe noch gesehen, eine Neukundin hat bestellt im Urlaub. Eine Neukundin hat gesagt, muss ich irgendwo aufschreiben, weil ich habe ja nicht zu Hause meine Sachen, wo alles dran steht. Mein Wochenplaner und so, den habe ich jetzt nicht im Urlaub dabei gehabt.
Aber ich habe es mir aufgeschrieben. Also Dankeschön, voll lieb. Und da will ich auf alle Fälle noch eine Neukundenpost hin machen. Da ist schon mal der aktuelle Katalog dabei. Verschiedene Duftproben, dass man einfach ein bisschen was hat. Meistens ist noch der Spatel dabei. Wenn ich, sobald ich mal welche habe, ich habe noch welche zu Hause, ein Sensi-Spatel, um das Wachs leichter rauszuholen. Da mache ich dann immer so kleine Willkommenspäckchen. Immer wenn ein Neukunde jemand bestellt hat bei mir, und da habe ich eben eine neue Kundin eben gehabt und hat gesagt, heute, David, sagt mir gar nichts, schreibe ich mir gleich raus. Und dann gibt es da noch eine schöne Happy Mail. Und wie gesagt, für alle, die wo so sonst immer bestellen oder die neugierig sind, das noch nicht kennen oder ja, einfach mal Lust haben, bei mir eine kleine Post zu haben, ihr könnt euch gerne mal bei mir melden, auch wenn ihr jetzt noch keine Kunden oder so seid. Dann werde ich jetzt halt für den neuen Herbst, Winter, werde ich dann nochmal schöne Päckchen machen. Ich will aber gerne noch ein paar Düfte gießen, vielleicht auch noch Badesalzproben abfüllen. Also gerne ein neues, schönes Paket zusammen machen, dass ihr wieder ein paar neue Sachen aus dem neuen Katalog habt und da ausprobieren, schnuppern und erleben könnt zu Hause. Da freue ich mich schon richtig, richtig sehr drauf. Das will ich auf alle Fälle dann noch machen, dass so jeder was hat irgendwie. Und ja, einfach schön, dass es euch gibt. Richtig, richtig toll. Ist so schön. So, da gucken wir mal, was hier noch Schönes drinnen ist. Meine Jungs sind draußen. Mein Mann, ich weiß gar nicht, was der macht. Vielleicht fährt er ein bisschen Fahrrad. Und der Luca, der freut sich endlich nach 2 Wochen Urlaub mit den Nachbarskindern wieder spielen. Er ist mal nicht hochkommen, er hat wahrscheinlich immer Zeit. Der freut sich auch endlich mal zu kommen. Hä, was ist denn das? Tumblr Matte Black Classic. Zweimal. Sagt mir gar nichts. Ah, das stimmt. Das muss ich ja auch noch losschicken, Mike. Petra, bist du ja nur da, oder? Falls du noch da bist. Die haben wir ja schon ganz vergessen. Die sind jetzt auch endlich mitgekommen. Deine Kaffee-Sensi-Riesen-Kaffeeteile, die wo ich so lieb, wo so toll sind. Ah, die kann ich gleich auf Zeit tun. Siehst du, da habe ich ja noch, das habe ich noch gar nicht gedacht, ich habe noch gar nicht geschaut, was da ist. Da werde ich mich nur überraschen lassen, was alles rauskommt, wo ich noch weiter verschicken muss. Deine Kaffee, diese tollen großen Kaffeedinger sind da, sind mitgekommen. Ja, dann kann ich es endlich losschicken. Ich muss mal schauen, ob ich noch Duftproben was mache. Das dauert immer so lange, bis ich die Proben gegossen habe, bis es flüssig ist, bis es wieder fest ist. Raus aus den Formen, dann Tütchen, dann Etiketten erstellen, dann in Eintüten, dann die Etiketten drauf zumachen, bis ich das alles fertig habe. Das dauert immer voll lang. Da kann ich gar nicht so viel machen, weil ich will dann immer gerne ein paar neue Düfte oder noch irgendwas dazu packen. Ich muss mal schauen, was ich noch mache, was ich schaffe oder... Ja, weil ich wollte eigentlich dann schon gucken, dass ich jetzt halt heute noch Sachen zusammenpacke und morgen oder übermorgen die Sachen, wo zur Post müssten, gleich weiter und los schicke, dass sie nicht so lange warten müsst, weil ihr ja jetzt im Urlaub war. Also klar, 2 Wochen Lieferzeit ist ja eh oft und bis es dann da ist. Aber genau, also das war schon bei dem einen Paket. Mehr gar nicht so viel. Gar nichts so Spektakuläres für euch wahrscheinlich dabei zum Zuschauen, gell? Jetzt schauen wir mal, was da noch rauskommt. Also das sind so diese Sachen, wo ich jeden Monat habe, wo immer so die neuen sind immer, wie viele sind das? 8 ganze Packungen, Bars mit dem Duft des Monats und so Duftsticker immer, wo ich jeden Monat bestelle, wo ich einfach, dass ich immer was Aktuelles da habe. Das hole ich mir jeden Monat und die Duftlampe hole ich mir jetzt nicht jeden Monat, weil ich habe so viele Lampen. Irgendwann hat man alles voll. Genau, aber so hin und wieder nehme ich mir mal eine Duftlampe des Monats oder hole es halt dann, wenn es die 10% Rabatt gibt. Und hol sie da dann mal noch. So, das hat auch noch jemand was bestellt. Das war jetzt auch nicht für mich. Ihr habt doch nichts für mich. Das ist doch schade. Ah, das ist für mich. Das ist für mich. Ah, ich habe noch was ergattert für mich. Und ich wollte zuerst bestellen, warten, nach dem Urlaub bestellen. Und ich dachte, oh nee, die Lampe, die ist so begehrt, die Duftlampe. Ich musste mir selber... schon vorher. Ich dachte, komm, warte ich nicht. Ich dachte, nein, ich bestelle sie jetzt. Und ihr habt mir dann noch die Sandkiste Citrus nur bestellt, weil das ein toller Duft ist. Den mag ich voll gerne. Ich glaube, der war in der Schatztruhe.
Und dass sie die Lampe nicht einfach so bestellt, die ist so begehrt. So viele haben schon gefragt, ob jemand weiß, wo die Lampe hat, aber das ist ja meine eigene noch. Ich freue mich voll, weil die wollte ich unbedingt haben. Ich habe sie Gott sei Dank rechtzeitig bestellt und dann, weil ich glaube, am nächsten Tag war sie ausverkauft. Meine Fall Fairy Tale. Und die ist so schön. Die packen wir am besten zusammen aus, gucken, ob gleich alles funktioniert. Und dann habe ich ja meine ersten drei Kartons eh schon fertig. Und dann machen wir mal wieder einen Stopp, dass nicht so langes Video wird. Oh, ich bin gespannt. Ich habe sie noch ergattert. Ich bin so froh, dass ich sie damals bestellt habe. Oh Mann, da ist schon. Ah, das muss ich auch noch raus. Da ist das Wachsschichen. Wie viel Wachs passen denn da rein? Ist da gar keine Zahl drauf? Normal ist da immer eine Zahl drauf. Vier Wachswürfel. Und da ist schon mal der Deckel. Dicht machen, ich kann hier herholen. So. Ich bin schon gespannt, die schöne Kürbislampe. Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Oh, ich bin so froh, dass ich sie noch bestellt habe. Wo ich sie gesehen habe, die ist ausverkauft. Gut, dass ich nicht gewartet habe. Boah, ich bin so froh. Da kann ich endlich jetzt herbstlich dekorieren. Oh, wie schön. Oh Mann, da werden noch ein paar neidisch sein. Es haben mich so viele gefragt wegen der Lampe, ob ich die noch habe. Ob jemand weiß, wer die noch hat, weil die ist so beliebt und begehrt gewesen jetzt. Und leider kommt die auch gar nicht mehr her. Vielleicht, dass sie für nächste Saison, für nächsten Herbst, ist, ich glaube, nochmal geplant, dass sie nochmal kommt, dass man die Chance hat. Aber es ist halt nochmal ein ganzes Jahr, gell? Und ja, voll schade. Ich freue mich. Jetzt machen wir mal die Glühbirne gleich mal rein. Also da ist immer eine extra Glühbirne, nicht, dass sie das Plastik wegschmeißt. Und die wird dann hier reingeschraubt. Da hinten habt ihr dann immer den An- und Ausschaltknopf dran. Das Kabel ist immer 1,5 Meter lang. Also das könnt ihr richtig gut unter einem Schrank, also so wie bei mir, ich habe es ja immer hinterm Schrank unten runter, meine Lampen meistens voll gern stehen. Oder es gibt ja auch diese tollen Untersetzer, wo dieses Kabel eingewickelt wird in einem ganz tollen, so metallrostigen Look und in so einem schönen Baumstamm. Das ist so aus Keramik, richtig schwer auch. Und schaut so wie ein echtes Baumstammmuster aus. Und da kann man das Kabel verschwinden lassen, das wirklich nur noch hinten, falls man nämlich so eine Küche hat, wo dann die Steckdose direkt dahinter ist und man jetzt keinen Schrank hat wie hier, wo das Kabel nach unten verschwindet, kann man das untenrum einwickeln schön und dann hat man nur noch den Stecker hinten raus und hat keinen Kabelwirrwarr, schönen Untersetzer, wo das schon draufsteht und wo das Kabel verschwunden ist. Das ist jetzt auch ganz toll. Kommt gleich die Sonne raus und das glänzt so richtig schön metallisch. Und es hat so gepunktetes Muster, vielleicht sieht man das innen ja, oder außen. Das hat ganz, ganz viele kleine Pünktchen. Ah, hier sieht man so ein bisschen. So gesprenkeltes Muster, wie bei dieser Time to Reflect, bei dem Diffuser oder bei der Lampe. Wie heißt sie denn? Die habe ich im Schlafzimmer, die Lampe. Das Licht kommt gleich ganz komisch hier rein. Genau, also richtig, richtig schön. Jetzt tun wir erstmal die Birne rein und dann packen wir sie gleich zusammen an. Und sie anschalten, da können wir sie anschalten. Wenn sie dunkel ist, schaut sie richtig toll aus. So. So, da. Dann kommt das Schälchen hier drauf. Oh, und dann kann man das hier so draufsetzen. Die muss gerade mal schauen, wie das funktioniert. Oh, wie schön. Ich freue mich. Und so schaut das Ganze dann aus. Und dann kann man hier noch so Kürbis, Herbstblätter, Kastanien, wenn der Lukas sammelt, Tannenzapfen oder irgendwas rein. Oh, ich freue mich voll. Dann kann man es richtig schön dekorieren. Jetzt stelle ich mal hier. Ich stecke die gleich mal an. Und ich schalte die gleich mal an und dann könnt ihr die gleich mal angucken. Ich drehe euch mal schnell rum. Muss gerade schauen, wo es dran steht. Wo ist da? So, jetzt schaut euch mal diese schöne Lampe an. Oh, und die gibt es leider nicht mehr. Das ist echt gemein. Die schöne Kürbislampe. Oh, so schön. Seht ihr, da sind auch diese gesprenkelten Muster und das hier auch. Und wenn das an ist, ist richtig schön. Jetzt diese Herbstdeko nur dazu, ein paar Blätter und so. Kann ich richtig meine Herbstsachen raussuchen. Da oben kommt dann das Wachs rein. Also da kommt einfach das Schälchen, da ist die Glühbirne.
Das Schälchen, das ist halt das Besondere bei uns, für die, die wo jetzt das noch nicht kennen. Wir haben richtig tolle Duftlampen, wirklich für jeden Einrichtungsstil, immer zum Umdekorieren. Es wird alles mit Glühbirne oder einer Heizplatte erwärmt und somit habt ihr nie Verbrennungsgefahr, keine offene Flamme mit Teelicht oder sonst was. Kinder, Haustiere, niemand kann sich verbrennen, es kann nichts passieren. Man hat was richtig Schönes und richtig tollen Duft für zu Hause. Also Deko, Beleuchtung und Duft in einem. Richtig, richtig schön. Da habe ich auch die andere schöne Lampe, die gefällt mir auch so gut. Da habe ich mir extra eine orange Glühbirne reinkauft. Die macht auch so leichte Sternenschatten hin. Also die finde ich auch so schön. Die Stella-Lampe. Da kann man auch lila, blau, grün. Und eben wie bei mir jetzt die orangene Glühbirne. Ich finde, das schaut richtig schön aus. Vor allem, weil ich ja eh das mit diesem orangenen Sonnenaufgang-Ding habe. Hier mit der Farbe, mit dem Gelben. Also. Schaut auch richtig schön aus. Und ich habe die Lampe. Ist so schön. Da muss ich ein schönes Plätzchen mir suchen noch. Vielleicht kommt die dann. Bei mir schaut es einen Ausflug, hat hier noch Sachen hergerichtet. Ein Olivenbäumchen hat es gegeben. Ein kleines mitgenommen. Vielleicht stelle ich hier was hin, dass ich hier wirklich das alles komplett mal runterräume. Ein bisschen Herbstdeko hier hin mache. Ein paar Herbstblätter. Da muss ich mal schauen, was ich da noch habe. Oder dass ich hier oben noch was hinstelle. Also, dass ich hier noch was hinmache oder dass ich es dann hier in die Ecke noch herstelle, dass ich das noch wegmache. Hier habe ich nur so ein bisschen Deko-Gedöns und unten noch ein paar Blätter, dass ich noch hinmache, ein paar Kastanien, dass ich hier so richtige Herbstlandschaft mache. Das muss ich mal noch schauen. Hier stehen noch von der Vatertagslampe dieser coole Grill. Und hier habe ich ja nur die Chaoslampe vom Luca, wo ich so stehe. Da ist dann noch der Ventilator überall und da sind Lampen, Lampen, Lampen. Überall Lampen, die habe ich jetzt aktuell da, da werde ich dann auch noch umändern. Da habe ich jetzt bei einer Lampe jetzt einen Duft drin, bei den anderen zwei nicht. Das habe ich mal geschenkt gekriegt von einer ehemaligen Kundin, dann jetzt Timi, wo auch mit drinnen ist. So schön, die macht das richtig selber. Die hat das richtig toll drauf, wie sie das macht. Voll, voll schön. Habe ich auch mal so schön gekriegt. Genau. So, dann drehe ich euch mal wieder um. Machen wir mal hier die eine Lampe aus. Stecken wir mal aus. Ja, oh, die schöne Lampe. Ich freue mich. Jetzt kann ich dann richtig schön herbstlich dekorieren. Freue ich mich schon total. Meine Hose rutscht. So. Ich hoffe, euch geht's gut. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Gibt es noch irgendwas? Wie geht's euch? Ich schaue mal, ob jemand noch was geschrieben hat. Ich glaube nicht nur welche, die alle zuschauen. So, der Duft ist mega, genau. Nee, ich glaube, die schauen nur alle zuschauen zu. Genau, nee, das passt ja. Ja, genau. Ah, und da muss ich jetzt auch noch gucken, ganz viele, wo der Shopping-Link nur noch, glaube 3 bis 5 Tage läuft, da muss ich jetzt auch gleich noch schauen. Und dann werde ich mich bei euch noch melden, wie der aktuelle Stand ausschaut, wie viele Sachen ihr kostenlos und zum halben Preis shoppen könnt. Da freue ich mich schon richtig. Ich selber werde auch noch eine Bestellung machen, mal gucken, was jetzt alles genau gibt. Und was sie alles will, was ich brauche, was sie für Proben auch gerne noch also hernehmen will, was sie mir da noch Schönes holen. Und dann habe ich hier noch mehr Kartons. Jetzt schau ich mal, wie ich es dann mache, ob ich jetzt halt dann hier stopp und dann gleich die nächsten Videos alles auspacke und dann noch vordrehe. Oder ja, ich glaube, dass ich die Videos mache, dann ist Videos alles einmal erledigt. Dann habe ich alles da, dann kann ich nur die Sachen vorbereiten, wo weiter verschickt wird. Und dann kann ich mich da noch überall melden. Und dann schaue ich noch wegen den Shopping-Links alles nach und danach werde ich nur meine Bestellung selber machen heute Abend und werde dann noch heute oder sonst halt erst morgen bestellen. Da gucke ich jetzt mal. Das spielt ganz komisch. Genau, ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr wieder mit reingeschaut habt. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne jederzeit. Wenn ihr Sensi noch nicht kennt, schreibt mir auch gerne. Ich kann euch gerne mal so Info-Duftpost zuschicken. Wo ihr den Katalog da habt, wo ihr ein paar Sachen zum Schnuppern ausprobieren habt. Wer gern Sensi einfach mal ausleihen, austesten will, ich verschicke auch alles deutschlandweit. Also wenn ihr mal eine Lampe, einen Duftventilator, einen Diffuser, wenn ihr Wäscheprodukte, Reinigungsprodukte, einfach irgendwas ausprobieren, austesten wollt, gebt mir gerne Bescheid. Ich habe eigentlich meistens immer alles irgendwie da. Es gibt Sachen, gerade bei Putzmitteln, wo ihr auch kleine Sachen mal abfüllt, wo ihr einfach euch was zuschicken kann. Das könnt ihr behalten. Ich mache auch große Taschen, große Pakete, wo ihr einfach
von allem ein bisschen was habt und das einfach eine Woche austesten könnt und dann einfach wieder zurückschicken. Also ihr zahlt eigentlich nur einmal Rückversand. Ich habe keine Leihgebühr oder sonst irgendwas. Also ich zahle einen Versand zu euch hin. Ihr zahlt es mir den zurück und könnt das einfach eine Woche ausleihen, austesten. Und ihr müsst auch nichts bestellen, also kein Kaufzwang oder so, gar nichts. Und dann könnt ihr es einfach ausprobieren. Genau, WhatsApp-Partys mache ich, Home-Partys, wer hier aus dem Allgäu noch kommt, falls jemand noch Party buchen will. Und wer gern wissen will, was der Shopping-Link ist, da kann man auch einfach sammeln über einen längeren Zeitraum. Könnt ihr den Link weiterschicken, Familie, Freunde, egal wer. Und jede Bestellung zählt dazu und es wird dann immer mehr, mehr, mehr euer Umsatz. Und je mehr ihr zusammen habt, desto mehr könnt ihr euch Sachen aussuchen zum halben Preis und kostenlos. Also es lohnt sich auf alle Fälle, das mache ich selber auch. Ganz viele von euch ja auch schon. Falls da jemand aber nochmal Infos will oder einfach beraten werden will, wo sagt, boah, mir gefällt das ganz gut, aber ich weiß nicht, welche Düfte. Mag ich frisch, zitrisch? Ihr könnt mir dann gerne sagen, was ihr so für Düfte mögt. Mögt ihr was Würziges? Mögt ihr eher gerne so hölzerne Düfte, warme hölzerne Düfte, was Fruchtiges? Da kann ich euch gerne individuell beraten oder wenn ihr für die Wohnung irgendwie was sucht, ja, ich will gerne umdekorieren oder so und so schaut es aus oder was könnt ihr hierhin machen? Oder wenn ihr Fragen habt und sagt, boah, der Duft, der riecht bei mir irgendwie gar nicht so. Ich dachte, das ist viel intensiver. Vielleicht habt ihr ganz große Wohnungen oder hohe Decken. Dann macht es viel auch der Standort aus, ob das gut durchzieht. Also ich habe hier so Ecken, das kann ich euch auch mal kurz hier zeigen. Also hier ist immer sehr gut, weil hier geht die Luft richtig gut durch von hinten der Türe bis zu der Türe rüber. Da steht es immer ganz gut und hier unten steht es für mich auch immer sehr gut. Ich habe auch die Lampe eben da, darum weiß ich noch nicht, ob ich es da hinten in die Ecke tun soll, weil ich ja ganz da hinten in der Ecke und dann rieche ich nichts. Also dann rieche ich hier, wenn ich dran bin, lecker, aber nicht, wenn ich reinlaufe hier im Raum. Und ich denke, das geht ganz vielen vielleicht so, die wo halt eher größere Räume haben. Vielleicht, wenn du was Kleines hast, dann geht es eh immer ganz gut. Mama hilft so einfach, bei mir wäre jetzt hier eine Schiebetüre, einfach die Schiebetüre zuzumachen und dann, wenn man reinläuft, eben. Dann riecht man es auch nochmal viel intensiver. Mein, der Kleine, der hat hier alles verbreitet. Endlich wieder Lego und Playmobil spielen. Genau. Also, genau. Da macht es viel aus, mal einen Standort zu wechseln. Weil ich kenne auch ganz viele, die haben so eine Eckbank im Esszimmer. Und da ist das ja natürlich praktisch, weil hinter der Eckbank ist ja immer so eine Ecke, wo man dann was hinstellen kann. Also meistens nochmal so eine Ablage hinten dran, also hinter einem dran. Und da haben viele das hingemacht. Und das ist direkt in dieser Ecke da drin. Und dann geht der. Manchmal der Duft nicht richtig schön raus. Und wenn ihr da mal ausprobiert, einfach mal woanders hinzustellen, irgendwo, wo ihr die Luft mal durchzieht oder die Türen auf sind, wo es so besser zirkuliert, dann geht es oft durch den ganzen Raum oder im Gang haben es viele, wo es durch die ganze Wohnung vom Gang aus einfach richtig schön verteilt. Also wer da manchmal so denkt, ja, also so, ja. Es gibt ja welche, ja, die anderen sind voll begeistert und wow, und so intensiver Duft und es hält lang und das ist so schön zu Hause zu kommen, dieses Gefühl zu haben. Und manche sagen, ja, also ich rieche da jetzt nicht so viel. Das gibt es ja alles, das ist ja auch völlig okay. Jeder riecht da anders. Für manche ist das viel zu intensiv, für manche ist es zu leicht. Also jeder hat eine andere Nase, ein anderes Empfinden. Also das ist ja eh völlig legitim. Und da könnt ihr einfach mal schauen. Also probiert es aus. Wenn ihr da dazu Fragen habt oder auch unzufrieden seid, ich bin da immer da. Wir finden immer eine Lösung. Sensi ist richtig toll. Der Support ist mega. Also da können wir immer anrufen. Die machen eigentlich immer das Beste. Das ist für uns Berater richtig toll. Für euch als Kunden ist das richtig toll. Weil ihr immer auf der sicheren Seite habt und eigentlich immer das Beste bekommt, dass wenn euch was nicht gefällt, wird die Lampe umgetauscht. Wenn euch die Lampe nicht gefällt, gegen eine andere Lampe oder auch das Geld zurück. Also ihr bekommt auch das Geld zurück, nicht nur irgendwie eine Warengutschrift, wo man wieder einkaufen muss, wenn man vielleicht gar nichts mehr davon haben will. Nee, richtig cool, also richtig Geld zurück Garantie. Also es ist lebenslange Garantie. Ihr habt handgefertigte Produkte. Ihr habt viele, die Kopfweh, Allergien haben, die vertragen richtig, richtig toll unsere Düfte. Also es ist immer so eine, man muss es immer ausprobieren. Wenn ihr da aber so empfindlich seid oder jemand kennt, am besten ausprobieren. Ich schicke euch einfach was zu, ihr testet es aus und dann habt ihr auch noch gar nichts gekauft oder so. Ihr habt es einfach von mir ausgetestet und dann könnt ihr es einfach zurückschicken. Oder eben, wie gesagt, ihr könnt es kaufen, ihr kriegt ja das Geld zurück, wenn euch das gar nicht taugt. Also ihr seid immer voll auf der sicheren Seite. Ich finde das richtig, richtig toll. So macht es mir auch total Spaß, weil ich richtig dahinter stehen kann und tollen Service bieten kann.
Und das nicht irgendwie blöd ist, wenn die da anrufen und denken, oh, ich muss schon wieder irgendwas reklamieren, oh Gott, und nicht, dass die irgendwas sagen oder dann blöd zu mir sind. Nee, überhaupt gar nicht. Die sind richtig, richtig lieb und die machen immer das Beste und schicken kostenlos nochmal was nach, auch ohne Versandkosten und so. Also die sind da wirklich so, so super kulant. Da habe ich richtig viel tolle Erfahrungen gemacht. Also so bestellen und alles gut gehen kann immer bei jedem. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, da bin ich auch immer für euch da. Wenn irgendwas, wenn ihr nicht zufrieden seid oder euch ein Duft nicht gefällt, wenn ihr einen Duft habt, euch der nicht gefällt, ihr könnt und auch schon ein, zwei Würfel raus habt, weil ihr das in der Lampe austesten wollt und so hat es gut gerochen, aber in der Lampe nicht. Ihr könnt es umtauschen, ihr könnt einen neuen, anderen Duft bekommen. Klar, nicht die ganze Packung, aber wenn ihr da nur ein, zwei Würfel raus habt, meldet euch gerne, dann kann man oft sagen, okay, der Duft hat der Kunde nicht gefallen oder mir nicht gefallen oder ja, euch nicht gefallen. Tut mal einfach umtauschen, dann kann ich euch gerne beraten, was ihr gerne für Düfte mögt. Viele holen sich auch die günstigen Schatzton-Düfte und dann, ja, weil es halt günstig ist und manchmal gefällt einem die Duftrichtung dann gar nicht so. Und ist eigentlich schade, dann hätte man einfach gleich das holen können. Also ich kann euch gern beraten und euch sagen, welche Düfte da, was euch dann gut gefällt, wenn ihr den Duft mögt, welchen ihr dann noch vielleicht gern haben wollt, was euch gut gefällt. Also da könnt ihr euch gern auf alle Fälle melden und dann bin ich für euch da. Jetzt bin ich vom Urlaub wieder zurück, habe endlich Internet, kann richtig wieder schauen und gucken und ah, das war ganz schrecklich, dass man da nicht gescheit schauen konnte. Neuigkeiten, dann seht ihr Neuigkeiten, dann ladet es nicht, was für Neuigkeiten und ja, jetzt bin ich froh, endlich wieder Internet, alles wieder da und freue mich, genau. Und wer noch einen Shopping-Link braucht oder einfach was wissen will, eine Party buchen möchte, was auch immer ihr wollt, meldet euch einfach, traut euch. Oder selber als Beraterin einsteigen wollt, gibt diesen Monat ja ein mega, mega tolles Special, wo ihr nur für 32 Euro, glaube ich sogar, nur einsteigen könnt, 35. Also ganz, ganz günstig. Genau, alles wird teurer, falls man sagt, okay, ich will nur ein bisschen, ich will mein Glück versuchen oder ich bestelle es eh immer so toll, na, komme ich einfach günstiger an die Sachen ran. Ihr seid sehr völlig flexibel, habt da keinen Druck. Ihr müsst einmal im Jahr für 295 Euro in einem Monat bestellen und sonst habt ihr gar nichts. Also nicht, dass ihr jeden Monat, alle 3, 4 Monate irgendwas machen wollt, außer ihr wollt ein Team aufbauen. Das ist für die wichtig, die wo vielleicht ein Team aufbauen wollen. Die verlieren nach 4 Monaten ihr Teammitglied, wenn die jetzt selber nicht aktiv sind. Also wenn die selber nicht 200 Punkte haben, die muss man eben haben. Das sind die 295 Euro. Wenn man das nicht hat, dann verliert man sein Teammitglied, aber ja, wenn man das nicht schafft, dann hat man meistens eh eigentlich gar nicht so vor, ein Team aufzubauen oder ja, das wirklich als geschäftliches zu sehen normalerweise. Also normal kriegt man das alle 4 Monate schon mal hin, dass man da für 300 Euro was gefunden hat oder eine Homeparty macht, eine Taschenparty oder eine Party in 4 Monaten und dann hat man das einmal zusammen, dann kriegt man das schon gut hin. Genau. Wenn ihr da irgendwie Infos, irgendwas wollt, dann gebt mir sehr gerne Bescheid. Und ich werde mich jetzt hier weiter ins Chaos stürzen und die anderen Pakete auspacken. Freue mich schon, was da noch alles rauskommt. Und wünsche euch einen schönen Sonntag noch. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund, werdet gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.